Im digitalen Zeitalter wird das Netz laufend mit Daten überflutet und von zahlreichen Akteuren in Wirtschaft und Gesellschaft weiterverarbeitet. Um dem Umgang sowie dem Schutz der Daten in diesem neuen, hochtechnisierten Umfeld gerecht zu werden, sieht sich der Europaabgeordnete und Berichterstatter Axel Voss besonderen Herausforderungen für den Datenschutz in der Europäischen Union gegenüber. Herr Voss, die EU hat mit der Datenschutzrichtlinie 1995 einen Meilenstein geschaffen. Sie genießt weltweit Modellcharakter. Warum ist es nötig, eine neue Gesetzesgrundlage zu schaffen? Also zunächst einmal muss man sagen, die Gültigkeit der Richtlinie bleibt weiterhin bestehen in den Prinzipien, die dort verankert wurden. Gleichwohl müssen wir uns an die technologischen Entwicklungen entsprechend heranarbeiten, weil es eine revolutionäre Entwicklung gegeben hat und deshalb müssen wir die überarbeiten. Was sind Ihre Kernanforderungen an einen neuen Datenschutz? Wir brauchen ganz dringlich besondere einheitliche Anwendung der Datenschutzstandards innerhalb Europas. Wir wollen darüber hinaus auch den Polizei- und Justizbereich mit einbeziehen. Und wir brauchen auch bestimmte Grundlagen, an denen sich jeder orientieren kann, so etwas wie vorherige Einwilligung und Transparenzgrundsatz. Besonders wichtig ist für Sie die Stärkung des Right to be forgotten oder der digitale Radiergummi, also das Recht des Nutzers auf Berichtigung oder Löschung des Eintrags. Heißt das, der Nutzer kann in Zukunft bei Datenfreigaben unvorsichtiger sein? Nein, keinesfalls. Wir erleben ja durch die Entwicklung, dass es ein gewisses Ungleichverhältnis geworden ist zwischen Wirtschaft und Verbraucher im wirtschaftlichen Bereich. Und dieses versuchen wir wiederherzustellen, in eine Balance zu bringen. Und dabei müssen wir die Rechte des Einzelnen stärken. Und deshalb muss er auch verantwortlich mit diesen Rechten und seinen Informationen umgehen. Was wäre Ihre Idealvorstellung eines europäischen Datenschutzes? Dass wir diese Balance hergestellt haben, dass der Bürger um seine Rechte weiß und dass wir sehen, dass wir ein Kontrollsystem schaffen innerhalb Europas, in dem die Datenschutzbeauftragten sowohl betrieblich als auch auf europäischer Ebene als auch im nationalen Bereich ein System haben, was schlüssig ist. Vielen Dank, Herr Voss. Gerne.